Audi gegen den Rest der Welt ist heute unser Testmotto. Wir testen den Audi e-tron im Vergleich. Es gab in den letzten Wochen verschiedene Tests, sowohl von Nextmove, aber auch die Automotorsport hat getestet und die Ergebnisse waren widersprüchlich. Das heißt, wir wollen es heute ganz genau wissen. Wir haben zwei Audi e-tron mit identischen Reifen. Wir haben zwei Tesla Model X, wo Leute drin sitzen, die das Auto wissen, wie man es sparsam bewegt, weil sie es schon mehrere Jahre fahren. Und noch weiter im Test zwei Hyundai Kona, ein Tesla Model S und ein Tesla Model X. Wir sind gespannt auf die Werte und nehmen euch mit. So, wie soll es laufen? Wir fahren die erste Runde Tempo 130, die zweite Runde Tempo 150. Bordcomputer werden auf Funksignal genullt. Wir fahren Fahrwerkshöhe, sofern man sie einstellen kann, auf niedrig. Wir fahren auf lässig und Rekuperation entweder ausschalten oder auf Schwachstellen und nur benutzen, sofern wir sie brauchen. Den Tempomaten benutzen wir erst nach Erreichen der Reisegeschwindigkeit und versuchen die Autos bei Beschleunigungen so sanft wie möglich hochzuziehen und erst dann den Autopiloten reinzuhauen. Und wenn Tempolimits kommen oder Autobahnausfahrten, entsprechend frühzeitig das Tempo reduzieren. Das heißt, entweder auf N gehen und reinrollen lassen oder mit ganz schwacher Rekuperationskurve sozusagen in die Autobahnfahrt hinein. Ziel ist also für alle Fahrzeuge maximale Effizienz. Nur so haben wir eine gute Vergleichbarkeit. So, aktuell haben wir 8 Grad, die Sonne kommt gerade raus. Wir haben jetzt auf der Anreise ein bisschen geheizt. Das heißt, wir würden dann jetzt spätestens mit Nullsignal, besser 2-3 Minuten vorher, die Heizung und Lüftung in allen Fahrzeugen komplett ausschalten. Wem kalt ist, der darf Sitzheizung benutzen. Das macht nicht viel. So, jetzt Bordcomputer Reset und auf geht's. Schön langsam hochziehen. Super, Wetter passt, Sonne ist raus, die Sperrung auf der Autobahn. Wir hatten heute Nacht einen Brückenabriss, ja, da haben wir schon gebankt um unsere Hausstrecke. Wir sind jetzt heute mal andersrum gefahren, da haben wir in den Kreuzen ein kleines bisschen mehr Weg, aber nichts, was die Ergebnisse beeinflussen wird. Ansonsten haben wir hier wirklich gut freie Fahrt, keine LKWs, 3 Spuren auf der Autobahn. Teilweise verlieren wir uns schon aus der Sicht, dass die Autos 200-300 Meter auseinander sind. Aber wir wollen ja auch Windschatten um jeden Preis vermeiden. Rollt richtig gut, würde ich sagen. Hier im Hintergrund finden schon erste Analysegespräche statt. Wir haben also kurzfristig umdisponiert und wegen Autobahnsperrung das Ziel verlegt. Alle Autos sind aber gut mit und gut durchgekommen, dank Funkgeräten. Und wir haben alle unsere Bordcomputer geschottet, direkt hier bei der Zufahrt auf dem Parkplatz. Also nicht erst noch einparken, sondern frühestmöglich nach Verlassen der Autobahn beim ersten Stillstand. Die beiden Model X nahezu identisch im Verbrauch, aber Werte gibt es noch nicht. Wir stimmen uns noch ab, wie wir die zweite Runde fahren und dann gibt es Tempo 150. So, alle Werte sind resettet und ringfrei zur zweiten Runde. Da vorne fahren die Model X und da hinten kommen die anderen. So hört sich der Audi e-tron an bei Tempo 150 km/h. Wir haben die Autos gewechselt. Ich sitze jetzt im Auto mit den Kameraspiegeln. Die Tachoabweichung bei dieser Geschwindigkeit ist sehr gering. Die liegt ungefähr bei 2 km/h GPS überprüft bei konstanter Fahrt. So, kommen wir nun noch zur Analyse des Ganzen und was denn überhaupt rausgekommen ist. Wir haben uns da mal ein paar Gedanken gemacht und ein paar Stichpunkte, damit wir wissen, was wir erzählen wollen. Die Ausgangssituation. Unser erster Test Audi e-tron gegen das Tesla Model X. Damals war noch der Jaguar I-Pace dabei, fand am Flughafen in München statt. Den Link zum Video haben wir unten nochmal in die Beschreibungsbox gepackt. Und damals hatten wir mal eben 23% Unterschied, den der Audi e-tron mehr gebraucht hat als das Tesla Model X. Damals hatten wir allerdings nur eine Stunde Zeit für den Test und inzwischen haben wir den Audi e-tron noch ein bisschen besser kennengelernt und wir waren nicht die einzigen, die getestet haben, denn auch die Automotorsport hat die beiden Fahrzeuge im direkten Vergleich gegeneinander fahren lassen und im normalen gemischten Stadt-Land-Betrieb die beiden Autos sozusagen im Verbrauch gleich aufgehabt und auf der Autobahn nur 6% mehr Verbrauch beim Audi e-tron gegenüber dem Tesla
Model X und wir hatten 23%. Das heißt, Nextmove wollte es nochmal ganz genau wissen und wir haben eine große Testfokus, nämlich den Audi e-tron und das Tesla Model X, hatten wir zudem doppelt besetzt und auf diese Art und Weise auch den Faktor Mensch und Versuchsaufbau sozusagen überprüft. Das heißt, spannend war, ob die beiden Audis und die beiden Teslas denn ungefähr das gleiche verbrauchen. Schauen wir uns nochmal an, die Teilnehmer und die Fahrzeuge im Detail. So, hallo, ich bin Friedmann. Ich bin heute im Kona auf 17 Zoll Felgen unterwegs und bin bei Nextmove als Minijobber tätig. Ja, hallo, ich bin der Thoralf. Ich fahre ein Model 3 mit 19 Zoll Sommerrädern. Habe schon immer mal Autos gemietet bei Nextmove und freue mich heute mit dabei zu sein. Hallo, mein Name ist Daniel. Ich fahre seit 4 Jahren einen BMW i3. Habe auch schon mal eine Überführungsfahrt für Nextmove gemacht und fahre heute bei dem Test mit einem roten Kona mit 17 Zoll Winterreifen. Hallo, mein Name ist Thomas, bin seit 2016 elektrisch unterwegs. Mein erstes Model X kam nicht sofort, somit war ich gezwungen, damals noch 2 Monate lang ein Auto zu mieten, was ich sehr gerne gemacht habe, war einer der ersten Mieter bei Nextmove gewesen. Mittlerweile fahre ich das zweite Model X, heute ein Model X 100D, mit dem ich heute am Testdrive teilnehme. Und fahre heute auf 19 Zoll in der Reifen. Ja, hallo, ich bin der Thomas. Ich bin Biobauer aus Halle und fahre, die ersten habe ich bei Nextmove gemietet und fahre seit 3 Jahren Elektro und mit meinem Model X jetzt hier mit 19 Zoll Sommer. So, ich bin der Stefan. Ich fahre heute Audi e-tron, einen mit klassischen Außenspiegeln und zweite Runde mit Kameraaußenspiegeln. Beide Autos stehen auf identischen Reifen, auf 21 Zoll Sommerfelgen sozusagen, Sommerreifen. Hallo, mein Name ist Oliver. Ich bin einer der Gründer von Nextmove. Fahre seit 2015 elektrisch, so ziemlich alles, was sozusagen im Fuhrpark ist. Ich bin gestern den Audi e-tron zum allerersten Mal gefahren, bin den ganzen Tag gefahren, um ihn möglichst effizient bewegen zu können. Und bin sehr gespannt, wie der Test heute ausgeht. Es gab natürlich vorher entsprechende Ansagen, wie zu fahren ist, welche Einstellungen im Auto vorgenommen wurden, um möglichst Faktor Mensch und Beschleunigung außen vor zu lassen und möglichst gleichmäßig und vorausschauend zu fahren. Unsere Teststrecke war ausnahmsweise kein geschlossener Autobahnring um Leipzig, denn es gab eine Vollsperrung aufgrund eines Brückenabrisses. Die waren nicht ganz pünktlich fertig geworden. Das heißt, wir hatten eine kleine Abweichung, aber die Runde war fast geschlossen und eine Höhendifferenz lag nicht vor. Runde fahren wir deswegen, zum einen natürlich wegen der Höhendifferenz, aber auch um den Faktor Wind noch aus dem Spiel zu nehmen. Wenn man nämlich dort ankommt, wo man losgefahren ist, ist eben der Wind in Summe den Null, wobei natürlich auch starker Seitenwind einen erhöhten Verbrauch zur Folge hat, das hatten wir aber nicht. Die erste Runde sind wir gefahren mit Tempo 130, sofern verkehrsbedingt möglich. Die Streckenmessung haben wir alle am gleichen Punkt vor der Autobahnauffahrt gemacht, dass wir genau wussten, welches Auto ist welche Strecke gefahren, um dann auch die Streckenlängen vergleichen zu können. Und auf der Autobahn habe ich dann nochmal das GPS gestartet, um die tatsächliche Autobahndurchschnittsgeschwindigkeit zu ermitteln. Und die lag auf der ersten Runde bei ungefähr 115 Kilometer in der Stunde. In der zweiten Runde sind wir dann schneller gefahren, nämlich 150 Kilometer pro Stunde, sofern verkehrsbedingt möglich. Der reine Autobahndurchschnitt auf der zweiten Runde GPS gemessen, also auch Tachoabweichungen sind dann raus von ungefähr 130 Kilometer pro Stunde, ist das, was wir hatten. Jeweils GPS war mitgelaufen. Als wir dann angekommen waren und unsere Bordcomputer jeweils gescreenshottet hatten, sozusagen, um die Werte für den Vergleich zu bekommen, war erstaunlich, dass wir Differenzen in der gefahrenen Streckenlänge von 3,6 Kilometer hatten. Da können natürlich geringste Abweichungen daher kommen, wenn die Autobahn eine langgestreckte Kurve hat, wer auf der linken und wer auf der rechten Spur gefahren ist. Google Maps hatte uns also Streckenlängen von 84,7 und 85,3 angezeigt. Wir haben dann jeweils wegen dieser Abweichung durch Spurwechsel auf den vollen halben aufgerundet und auf dieser Basis dann einen Vergleich der Werte durchgeführt. Ja, werfen wir zunächst noch einen Blick auf das Rohmaterial in Anführungsstrichen. Da blenden wir euch die Screenshots ein. Und zwar in der ersten Runde lagen die Werte aller Fahrzeuge all over sozusagen zwischen 183 und 290 Wattstunden pro Kilometer. Und in der zweiten Runde waren es dann entsprechend 208 bis 316 Wattstunden pro Kilometer. Allerdings mit dem Vorbehalt eben, dass da verschiedene Streckenlängen dabei standen, die wir auf Basis 85 Kilometer für die erste Runde und 85,5 Kilometer
für die zweite Runde genommen haben, weil den Verbrauch zählen sie ja, aber im Bordcomputer wird der Verbrauch für die Ermittlung des Durchschnitts eben der ermittelten Streckenlänge zugeordnet und das haben wir sozusagen wieder zurückgerechnet und daraus dann entsprechend korrigierte Werte für die erste Runde bekommen, die da entsprechend mit 130, sofern verkehrsbedingt möglich, im Maximum gefahren wurde. Und da haben wir folgende Werte: Tesla Model 3 18,5, Tesla Model S 20,4, Hyundai Kona mit Sommerrädern 19,1 und auf Winterrädern 20,7, Model X 23,8 und 24,1 und Audi e-tron 27,5 und 28,4, das Ganze jeweils Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und in der zweiten Runde war maximal 150, Durchschnitt 130, 150 eben nur, sofern verkehrsbedingt auch möglich. Wir hatten relativ viel freie Fahrt, aber es war dann auch noch eine Baustelle mit dabei. Und dort sind die Werte folgendermaßen: Tesla Model 3 20,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, Tesla Model S 22,9, Hyundai Kona 21,7 und 23,6, Tesla Model X 27,2 und 27,4 und die beiden Audi e-tron 30,3 und 30,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Schauen wir nochmal genauer auf die großen Autos, nämlich die beiden Audi e-tron und die beiden Tesla Model X. Da haben wir jeweils in den Runden die Werte zwischen den beiden Autos gemittelt und haben in der ersten Runde einen Mehrverbrauch für die beiden Audis von 17% gegenüber den Tesla Model X und in der zweiten Runde von 12%. Sind also deutlich mehr. 6%, was die Automotorsport ermittelt hatte, ist also weit weg von dem, was wir hier in unserem Test herausgefunden haben. Dann gab es noch sehr spannende Unterschiede der einzelnen Fahrzeuge in den Differenzen zwischen Runde 1 und Runde 2. Also wie hoch ist die Verbrauchsdifferenz zwischen langsamer und schneller Fahrt? Da liegen die beiden Tesla Model X bei 13% und 15% Mehrverbrauch in der zweiten Runde gegenüber der ersten Runde. Die Hyundai Kona bei 14%, Tesla Model 3 bei 13% und Tesla Model S bei 12%. Die Werte sind soweit klar und plausibel. SUVs haben einen höheren Luftwiderstand und bei schnellerer Fahrt wirkt sich das eben stärker aus. Jetzt kommt's aber, die beiden Audi e-tron haben in der zweiten Runde nur 9% mehr verbraucht. Das überrascht. Die Datenlage ist da sehr deutlich. Der Audi scheint offenbar wirklich bei höheren Geschwindigkeiten weniger an Verbrauch zuzunehmen als die anderen Fahrzeuge, die wir hier im Vergleichstest hatten. Der CW-Wert oder der Luftwiderstand der Audi e-trons scheint also nicht so schlecht zu sein. CW-Wert und die Frontfläche sind also dafür entscheidend. Nicht nur eins von beiden, sondern beide Größen gehen da ein. Auf dem Foto in der Startaufstellung, wenn man die Autos, also sprich die Audis und die Tesla Model X, nebeneinander sieht, da kann man das schon ein bisschen erahnen, dass die Model X eine sehr große Frontfläche haben gegenüber dem Audi e-tron. Aber das erklärt nicht die Unterschiede zum Tesla Model S und Tesla Model 3. Insofern muss auch der Antrieb des Audi e-tron einen Einfluss haben und sonst wären die Differenzen nicht zu erklären. Heißt nicht, dass der Antrieb des Audi besser ist, sondern dass das Antriebsoptimum vielleicht in einem anderen Bereich ist und dass er deswegen bei höheren Geschwindigkeiten weniger stark im Verbrauch zunimmt als andere Fahrzeuge. Aber man muss klar nochmal hinzusagen, insgesamt die hohe Masse muss konstant bewegt werden, um erträgliche Verbräuche hinzubekommen. Das ist uns im Test gelungen. An einem Montagvormittag oder morgen um die gleiche Zeit hätten wir ganz sicher andere Ergebnisse erzielt. Der Audi e-tron wiegt ohne Fahrer 2620 Kilo und damit 130 Kilo mehr als im Datenblatt. Wir haben es gecheckt, wir waren mit dem Auto auf der Waage und nicht nur auf einer Waage, auf zwei verschiedenen Wagen haben wir das Gewicht kontrolliert und hatten nur eine Differenz von 10 Kilo dort in den Messwerten. So, jetzt haben wir hier lauter schöne Werte, Kilowattstunden, Prozente, schnelle Fahrt, langsame Fahrt in verschiedenen Charts gesehen. Aber was heißt denn das nun für die Reichweite? Das ist immer das, was die Leute noch wissen wollen. Nicht nur, wie effizient ist ein Fahrzeug, sondern wie weit fährt das Auto? Da kommt natürlich die Größe der Batterie noch mit zum Tragen. Und dann jeweils rechnerisch ermittelt, wie weit das Auto bei der langsameren Fahrt bzw. bei der schnelleren Fahrt auf der Autobahn fahren würde.
Da sind wir beim Hyundai Kona bei 322 km Autobahnreichweite, beim Tesla Model 3 406 km, beim Audi e-tron 301 km Autobahnreichweite, das Model S 100D hat die Nase vorn mit 480 km und das Model X 100D 409 km Autobahnreichweite. Also über den Daumen fährt das Model X 100D auf der Autobahn 100 km weiter als ein Audi e-tron. Bei der schnelleren Fahrt, da sind wir beim Hyundai Kona bei 283 km Autobahnreichweite, beim Tesla Model 3 358 km, beim Audi e-tron 275 km Autobahnreichweite, das Model S 100D hat die Nase vorn mit 428 km. Und das Model X 100D 359 km Autobahnreichweite. An dieser Stelle müssen wir noch mal darauf hinweisen, wir hatten es vorhin, als wir die Fahrzeuge vorgestellt haben, gezeigt, dass die Audi e-tron mit 21 Zoll Rädern unterwegs waren und damit größer als die Tesla Model X bereift sozusagen. Da gibt es verschiedene Berechnungsgrundlagen. Wenn man die Audi Homepage, dort gibt es nämlich so eine Art Reichweitenkonfigurator, wo man verschiedene Parameter verstellen kann und dann eine Reichweite, ich sage jetzt mal, ausgespuckt bekommt. Die Werte decken sich ungefähr mit unseren Testergebnissen und die Differenz zwischen 20 und 21 Zoll Rädern wird dort mit 10 Kilometern angegeben für den Audi e-tron. Tesla ist aber noch nicht fertig. Tesla hat im April angekündigt, die Effizienz der Fahrzeuge nochmal zu steigern. Bereits im Juni sollen diese Fahrzeuge auf den deutschen Markt dann auch zur Auslieferung kommen. Model S und Model X sollen bei gleicher Batteriekapazität nochmal 10% mehr Reichweite auf Basis gesteigerter Effizienz haben. Dann wären wir wieder bei 23% Unterschied. Wir hoffen, dass das ein spannendes Video war. Wir machen euch alle Werte zugänglich. Das heißt, wir haben euch die Screenshots von den Bordcomputern zugänglich gemacht. Wir machen euch die Google Maps Strecken zugänglich und wir machen euch alle Berechnungen, die wir angestellt haben, auf Basis der Rohdaten in einer Tabelle zugänglich. Das war nicht der letzte spannende Großtest von NextMove und ich hoffe, wir haben damit auch eine neue Messlatte gesetzt. Wenn es widersprüchliche Meinungen gibt oder widersprüchliche Testergebnisse, dann ist es doch am besten, die Autos auch doppelt zu besetzen und eben nicht nur mit einem Auto gegen ein anderes Auto in den Test zu ziehen, sondern mit zwei Autos die eigenen Testergebnisse denn auch abzusichern. Ich hoffe, das ist uns gut gelungen und es war sehr anschaulich für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr eine Meinung zum Video habt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch spannende Vergleichsfahrten interessieren, dann abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Thomas, willst du noch e-tron fahren? Nee. Nicht? Kein Interesse. An dieser Stelle will ich mich nochmal bei den Next Movern und Testfahrern bedanken, die diesen Test mitgefahren sind.